Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Leute. Willkommen zum großen Finale von Ysh Origin. Yay, ich freue mich. Und Tee und so. Ja, ich habe mir einen Verstärkungstee gemacht, meinen lieben schwarzen Tee. Und oh, ich bin so gespannt auf den letzten Boss. Ich habe echt ein bisschen Schiss davor. Und ich bin echt verdammt gespannt, wie der letzte Boss ist. Boah, die Bosse davor waren ja schon so hardcore, dass ich wirklich Respekt davor habe. Den letzten Boss habe ich ja erst vor kurzem, also gestern, hinter mich gebracht. 1,5 Stunden. Oh, und das ist mein Bruder? Nein. Das ist mein Bruder? Nicht letzter Bosskampf? Nein. Hä? Hey, ich dachte, ich finde nicht viel vielleicht. Nicht letzter Bosskampf? Nein? Nicht? Toll. Also hast du Sava und Kiska besiegt. Ich muss gestehen, ich bin erstaunt. Größte Überraschung ist, dass du die dämonische Kraft akzeptiert hast. Und jetzt sie gar nicht nutzt. Ich denke mal, das bedeutet, dass du endlich einen Weg gefunden hast, den du deinen eigenen Weg nennen kannst. Habe ich. Ich verfolge dich. Ich habe realisiert, dass ich als nur versucht habe, in deine Fußstapfen zu treten. Ich habe Kraft für Kraft gesucht und habe versucht, stärker zu werden, egal wie die Konsequenzen aussehen. Ich muss gestehen, auf einen Weg habe ich das getan, was Vater uns beigebracht hat. Die Ideale vom Hauseffekt. Aber das ist nicht, was ich bin. Ich habe realisiert, dass ich nicht selbst dass ich nicht nur Kraft selbst suche. Es ist die Kraft der Gedanken, um die Macht effektiv zu nutzen. Es ist meisterhaft. Als ich es realisiert habe, kam alles zum Anfang. Ich werde mich niemals wieder erlauben, dass ich von dieser Macht konsumiert werde. Ich habe Vaters Lehren blindlings akzeptiert und habe Macht unschlagbare Macht gesucht. Aber nicht mehr. Ich werde dich hier und jetzt besiegen. Aber ich werde nicht auf diese dämonische Essenz mich verlassen. Ich werde es selbst tun mit meiner eigenen Power. Mit meiner eigenen Kraft, die genug sein wird. Es scheint so, als hätte ich dich missverstanden oder nicht missverstanden direkt, ist misjudged. One-upped. Ich dachte die Tage, dass ich von meinem Bruder gewann-upped werde, vielleicht sowas wie aufgezogen werde. Es scheint so, als hätten wir beide unseren eigenen Weg gewählt. Und traurigerweise gehen sie beide nicht denselben Weg. I won't yield, weiß nicht, was das heißt. Okay, aber wir stehen auf einer unterschiedlichen Seite. Ach du Scheiße, ey. Nein. Zeig mir deine Kraft. Okay. In Ordnung. Nein! Was? Ach so. Ich hab gar nicht, so. Yeah. Ich glaube, das ist so in Ordnung. Wenn ich mit Geduld an ihn rangehe, wird er eigentlich kein Problem sein. In Ordnung. So. Der Bekräftigte. Oh mein Gott, ey. So, komm schon. Komm schon. Oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt der finale Kampf, aber
Anscheinend doch nicht. Oh, das war knapp. Autsch, 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 autsch. In Ordnung. So, irgendwie so. So, komm schon. Aber er weicht meinen Attacken aus. Das ist interessant. Ouch, das tat weh. Glaube ich zumindest. Okay, 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 okay. Es ist sehr, sehr interessant. Also der fight den eigenen Bruder. Oh, Mist. Komm schon, komm schon. Okay, ich habe ihn gleich Trifle down. Nein, 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 nein. Oh, das war... In Ordnung. Okay, okay, okay. Der Typi ist ein bisschen weh. Ja, ja, ja. Jetzt kommt schon. Ja, mein kleiner Bruder hier. Okay, okay, okay. In Ordnung, also es ist bisher, ich glaube, da kommt aber noch ein anderer Kampf danach. Also, denke ich zumindest, das ist nicht alles, auf keinen Fall. Ah, Gott, ey. Gott, ey, was? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle macht der da? Volle Kanne drauf. Gott. Nein. Weg da. Mist, Mist, das ist das. Alter. Gott, oh Gott. Ja. So, komm schon. Nein, 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 nein! Nein, das ist ein Fehler. Warte, 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 wartet. Ich mach es wieder richtig. So. Ja. Yeah. So, 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 so. Weg da, weg da, weg da. Okay. Mist, das war ein Fehler von mir. Alter. Ja, 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 ja. Ja. Blub, ja, nein, nein, komm mal, das ist die Story, schau, ich hab keine Zeit. Oh Gott, oh Gott. Alter, das Boost Recovery ist echt klasse. Ich komme gerade echt nicht klar, ihn zu treffen. No, 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 no. Alter. Diese Attacke von dem, ne? Kranke Scheiße. Oh Gott. Ey, das war mies. Mein Bruderchen. Gott, ey. Okay, langsam wieder down schlagen. Langsam wieder down hauen. In Ordnung. Bisher ging's ja. Echt. Ich bin echt interessiert, was passiert, wenn ich wirklich mich hier drauf konzentriere. Okay. In Ordnung. Versuch's mal damit, einfach. Und nicht mit dem Schild, sondern einfach wirklich, ob das hat. Hat weh. Okay. Natürlich unheimlich viel mehr Energie weg.
Okay. Okay. Man muss ihn natürlich erstmal richtig treffen. So. Ist echt schwierig so. Okay, ich probiere es mal wieder hier mit. So. Ich glaube, so komme ich vielleicht sogar besser ran. Fuck, 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 fuck. Jetzt macht er wieder ernster. Also. Haha. Ein kleiner Freund. Aber klar, dass er da versucht zu flüchten. So, ja. Versuch's nur. So, haha. So, wunderbar. Ja, mein Freund. So. Ich habe einfach das Gefühl, ich krieg kaum Schaden in ihn rein. Aber meine Attack Range vielleicht einfach zu niedrig auch ist. So. So, jetzt wieder aufladen. Problem ist wirklich seine anderen Attacken. So. Und vor allem seine Attacken allgemein, die hauen ziemlich viel rein. Ich meine, wie kann ich den ausweichen? Ganz ehrlich, wie soll ich den ausweichen? Soll ich neben ihm stehen oder was? So, okay. Hat ihn ja eben schon fast gehabt, Gott, ey. Das ist echt so ein Problem. Vielleicht muss ich da wirklich das denn diesen ja Boost bereithalten. Geht das? Rettet das mich? So, anscheinend, aber ich bin so schon fast down. Gott, ey. Gott, ey. Oh Gott, ey. Meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Fuck, ey. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Komm schon. Alter. Meine Güte. Fuck, ey. Yes, yes, yes! Gott, ey, damn it! Boah, ey, was für ein Fight! Hey! Du hast dich gut geschlagen für dich selbst, Hugo. Ich dachte, nehme an, ich habe die richtige Wahl getroffen. Ja, in some regards, anyway, mit einigen, ja, kommt schon nicht ein Wort wie regret, oh Gott, keine Ahnung, irgendwas, was er, ah Gott, ich schwöre. Worüber redest du? Lange zuvor habe ich mich dafür entschieden, mich selbst von Hause Fakt zu distanzieren und ein heiliger Krieger zu werden. Ich tat dies einfach nur deswegen, weil ich das tun wollte, was ich wollte. Aber zum größten Teil, weil ich dachte, du wärst besser dafür, um die Rolle des Erben des Hauses Fakt zu übernehmen.
Was? Deine magischen Fähigkeiten waren immer viel größer als meine eigenen. Das ist vermutlich der Grund, warum Vater mich nicht versucht hat zu stoppen. Aber am Ende, alles, was ich wirklich erreicht habe, war, dich dazu zu zwingen, in ein Leben zu zwingen, das du selbst niemals wolltest. Geh, Hugo. Dich so zu sehen, wie du jetzt bist, weiß ich ganz genau, ich kann meine Affären, meine Probleme in deinen Händen lassen. Ich weiß, dass du das Richtige tun wirst. Selbst wenn ich es hasse, es zuzugeben. Hey! Toll ist bewusstlos geworden. Wie soll ich mich um deine Dinge kümmern, wenn ich nicht eben weiß, nicht mal weiß, was du versucht hast zu machen? Immerhin weiß ich jetzt, dass du niemals wirklich etwas Böses vorgehabt hast. Ich weiß nicht, ob ich zu deinem wirklich das schaffen kann, was du von mir erwartest. Aber ich werde das Beste tun, was ich kann, Bruder. Du hast mein Wort. Ja, und ich glaube, jetzt kommen wir zum letzten Fight. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich dachte eigentlich, jetzt kommt der letzte Fight, aber ich hatte mich anscheinend komplett getäuscht. Geh erstmal runter, hier, um zu safen. Vermutlich wird da oben auch ein Safe-Starter sein, aber ich safe sicherheitshalber hier. Ist der 25. Floor. Gib mal her, lieber Kristall. Da. Es geht noch ein Schiller. Das war's. Mit noch nicht ganz East Origin, sondern vielleicht beim nächsten Part dann. Also, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal mit eurem Razer. Ciao, ciao.